Hallo und herzlich willkommen zu, ja, eher sag ich mal ein Special. Was heißt Special, aber da ja der Lars im Duell natürlich schon gewonnen hat, ne, ist ja klar. Ja. Kommt, wie versprochen, haben wir ja gesagt, dass wir auf jeden Fall bringen werden. Und zwar ein Orakel. Und zwar diesmal vom Pokal, italienischer Pokal. Lazio Rom gegen Juventus Turin ist das Viertelfinale, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall muss ich direkt sagen, ich darf nicht spielen mit Ederson, Kuli, Onazi und Klose. Da ist der Klose, muss raus. Ederson ist da. Das war, den darf ich spielen. Den darf ich noch nicht spielen mit Pirlo, Chiellini, Pepe und Bentner. Chiellini ist ein linker Verteidiger, ne? Kann sein. Mit Pepe nicht, ne? Ne. Und? Pirlo. Bentner, der Bentner. Ja, okay. Pirlo, ja, hab ich ja schon draußen. Ja, Hinspiel ging 1-1 aus. In Juve. In Juve, ja. Ja, um 20.45 Uhr wird dieses Spiel heute Abend stattfinden. Ich weiß nicht, ob das Video noch davor kommt. Ich hoffe. Kommt auf an, ob YouTube das schafft oder nicht. Aber ich hoffe mal. Das sind ja sehr erotische Trikots. Ja, ne? Ja. Was sind da die Auswärtstrikots oder was sind da für Trikots? Ja, Heim haben sehr schwarz. Ja, der sagen könnte, dass die Champions League Trikots sind. Ich denke mal Auswärtstrikots. Mein Gott, wie kann man denn so hässliche Auswärtstrikots haben? Jetzt mal bitte. Ja, die Ithaka stehen da drauf. Ja, glaube ich war. Ist das hässlich, ey. Mein Gott, ich ziehe doch kein pinkes Trikot an. Oh, ne? Ich bin ja total schwul rüber. Sind die auch alle schwul bei Juve, das kann ja auch sein. In Italien ist das so, die heißen ja auch Andrea und so. Und für uns ist das, sag ich mal, total schwul, aber. Ja, ich meine, so pink finde ich schon. Schwul. Obwohl schwul ja auch nicht gleichzeitig schlechter ist. Ja, ey. Spielst du mit Jovinko? Ja, der ist gerade da, der Kleine ist gerade da unten. Gefangen hat er da den Ball. Er versucht den Ball abzugrätschen. Jetzt ist er aber echt mal. Ich hab nur gefolgt, weil ich schon dran war. Ja, nee, das ist echt nicht gut. Das war kein Grenzfall, das war eine klare Sache. Gelbe Karte. Also, ist der Kleine. Das ist Hammer, ne? Ja, das ist zu fest, der. Ja, der ist so schnell, ne? Überhaupt kein Problem für den Torhüter. Und der kommt genau an. Chance zum Konter, was machen Sie drauf? Normalerweise wäre da ja Klose. Ja, ob Klose spielt, ist ja auch noch fraglich, aber wir haben den jetzt einfach mal rausgetan, weil. Da ist sicher. Der spielt Wetten, der spielt eh. Nee, der hat hier ganz letzte Woche nicht gespielt. Ja, hier könnte sich ja. Ja, okay, gegen Juve so ist ein wichtiges Spiel. Ich weiß nicht, wie Lazio oder Lazio Runde zum im Pokal sieht. Nachteil, der Gegner ist schon wieder am Ball. Zweikampf auf die alte Art. Das darf ich nicht. Das war jetzt gerade nicht die größte Herausforderung. Tor gefocht. Ey, er war davor wieder zurück. Und morgen dürft ihr euch auf jeden Fall auf was richtig, richtig, richtig Geiles freuen. Auch ein Orakel und zwar, Kräuter führt gegen Augsburg. Nee, fast. Barcelona halt gegen Real Madrid starker Ball. Wir sind fast da gleich. Mal wieder Klassiko. Die eigentlich fast immer im jedem Jahr 5 Millionen Mal. Ja, kein Wunder, in der Liga schon zweimal, dann im Pokal einmal eigentlich. Ja, zweimal, wir haben ja nur Rückspiel. Ja, aber mindestens, ja, also im Finale oder so. Weil normalerweise gegen wen sollen die sonst rausfliegen? Ja. Vielleicht gegen Atletico und das ist eigentlich dann eigentlich auch noch so. Da müsste Atletico schon gut drauf sein und Real oder so total schlecht, ja, drauf sein. Und beide Spiele dann wirklich, ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob die erst in Real spielen oder in Barca hat. In Real. Real. Ja. So, da bin ich mir sicher, gibt's ordentlich was auf die Ohren von Coach. Das weiß ich noch. In Real, okay. Ja. Ah, das war auch nicht schlecht, der Ball. Ja, so. Italienische Fußball ist ja leicht, ja, wie soll ich sagen, abgeschwächt in den letzten Jahren. Achtung, ja, auf jeden Fall. Man ja schon auch hier, wo sie gesagt haben, Barca muss ja jetzt gegen AC Mailand Riesenduell. Ich finde das Riesenduell, wird Barca locker gewinnen. AC Mailand ist nichts mehr. Ja. Das heißt nichts mehr, aber. Ja, wenn du früher so denkst, Ronaldinho, ja, und so. Die sind auf jeden Fall im Leben nicht mehr so stark.
Na klar, die haben El Shaarawy und so, die sind alle total gut, der aber. Halt auch, aber. Ja, wenn du jetzt aber mal denkst, was die früher alles hatten, die jetzt. Ja. Na, das ist ja dann gar nichts mehr. Genauso wie eigentlich so früher, so eigentlich Inter und Juve eigentlich. Ja. Ach, Inter und AC eigentlich immer oben so gewesen. Dann also Juve und jetzt eigentlich fast nur noch Juve oben. Obwohl ja die in der Saison diesmal spannend ist, mit 2 Punkte vor Neapel und 3 Punkte vor Lazio. Aber ich denke mal, Juve will locker trotzdem Meister werden. Ja. Meine AC Mailand, die damals hatten, die hatten den Pirlo, den Seedorf, die hatten, damals waren sie auf jeden Fall deutlich besser. Obwohl ja im Moment da Gerücht umgeht, dass der Balotelli nach AC Mailand wechselt. Und dann im Gegenzug der Kevin Prince Boateng nach Manchester City. Boah. 20 Millionen. Ist ja scheiße, ey. Da kann ich ja gar nicht mehr Manchester City spielen. Naja, aber Manchester City war ja nicht schlecht, ne? Was wollen die mit Boateng, sag ich mal? Haben ja Tevez und Aguero, die eigentlich Balotelli dreimal besser sind. Das Boateng gesagt. Ja. Dann die haben Tevez und Aguero. Ja. Wenn die dann ja den Balotelli abgeben, kümmert er den keinen. Nö. Was stehen die da unten, Alter? Normalerweise kümmert er echt keinen. Ich meine, so ein Boateng, ich weiß gar nicht, spielen 4-2-3-1 spielen sie. Die spielen ja eh mit 2-6, dann hätten sie Kevin Prince Boateng und Yaya Touré, also. Junge, Junge. Ja, das ist. Und da der Yaya Touré, obwohl Yaya Touré ist auch offensiv. So gesehen nutzen beide ganz gute Sechser, die auch mit nach vorne arbeiten. Oh mein Gott, kein Mensch, dass die haben ja auch gute Abwehr und so dann. Ja. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Asamoah! Wäre das lustig, wenn der von Schalke wäre? Führt, der spielt in Führt. Ah, er führt, ja, der hat aber mal in Schalke gespielt. Schon, ja, aber ja. Aber er hat mal in Schalke, gespielt. Ey, ich wusste jetzt auch noch, dass der jetzt nicht mehr in Schalke spielt, aber ich wusste jetzt nicht mehr, wo der. Ob das stimmt, der spielt in Kräuter Führt, ey. Der Typ hat auch schon so seine Runden gemacht. Letztes Jahr hat er gesagt. Oder auf jeden Fall beendet er seine Karriere in Führt. Denkt man nicht, dass er nochmal 2. Liga spielen will. Ah, ich wollte gerade ziehen. Was ist dein Tipp? Mein Tipp? Ah, ich glaube, Juve macht das. Oh, das war noch vor. Ja. Das hat aber nicht. Aber ich denke mal, Juve macht das. Jetzt Lazio Rom, die letzten Spiele unentschieden beim 5, also gegen etwas schlechtere Mannschaft, dann jetzt verloren zu Hause, gegen eine schlechte Mannschaft, irgendwie sind die. Ich weiß nicht, ob sie dann alles auf Pokal setzen würden, weil sie ja auch noch die Europa League haben und in der Liga, sag ich mal, in den ersten 3 auf jeden Fall kommen wollen, weil das ist ja für Champions League. Ich weiß nicht, ob die so viel in den Pokal reinsetzen würden. Oh, vor allem nicht gegen Juve. Also die werden schon stark spielen, dann wird bestimmt auch ein starkes Spiel, aber ich denke mal, dass das Juve schon machen wird. Der AC versucht sich mehr auf Europa League zu konzentrieren. Ja, glaube ich nicht. Da konzentriert sich, glaube ich, noch weniger drauf. Knappe Führung. Beide Mannschaften. Ich, ne? Ich sag, das wollen die. Obwohl, da wird Gladbach, das wird auch wieder ein schönes Spiel. Ja, das ist also, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, so gesehen ist das zum Beispiel schon wieder voll gut, weil in Italien musst du sogar, um direkt Dings zu spielen, sogar schon Zweiter werden. Warte, um direkt. Da ist ein 3. Platz schon nur noch Quali und der 4. schon nur noch Europa League. Na, wir haben halt mehr, ne? Ist das halt schwieriger in Italien mit Neapel, sag ich mal, die wollen das. AC Mailand, Inter und Lazio. So. Ah. Da gibt halt, mein Juve wirst du nicht einholen können, denke ich mal. Wir werden da locker schaukeln in der Meisterschaft. Blindes Verständnis hier. So gesehen ist es da schwieriger, Champions League zu spielen. Das ist die Möglichkeit. Jetzt ein Konter. Der kleine Flitzer, du, ey. Die Zuschauer sehen. Ja. Oh, er rennt einfach weiter. Ah. Am besten der eine rennt einfach weiter. Abseits. Der eine rennt einfach weiter. Der rennt einfach. Er hätte den Dropkick nehmen können. Er rennt vom Ball vorbei. Ja, ne? Boah, dann. Dann macht er so einen komischen, hässlichen Fallrückzieher da. Oh. Ja, vorne hab ich im Tor, Junge. Der hat verlängert. Ja, warum auch nicht, ne? Der hat auch schon 34, glaube ich. Der hat auch, was weiß ich, wie lange schon in Juve gespielt oder nicht. Ich glaube, der hat auch schon mit 20 angefangen, da zu spielen. Ja. Den können wir nicht schießen. Aber am Ende
Ja, finde ich auch immer gut, wenn man eigentlich so ein Verein treu bleibt, so sag ich mal. Auf jeden Fall. Genauso wie, ja, da, da, wie Schweinsteiger Alarm, so von Bayern. Also ich meine, klar, sag ich mal, jetzt sag ich mal, vielleicht, keine Ahnung, wie ein... Wenn du jetzt bei Kräuter Fürth oder so spielst und echt die Möglichkeit hast, höher zu spielen, ja, ja dann so. Jetzt, sag ich mal, aber wenn du irgendwo... Alexis Sanchez, der kommt jetzt von... Der kommt von... Neapel? Ich glaube schon. Bin nicht ganz sicher. Ich meine, der kommt von Neapel. Auf jeden Fall von Italien. Dann nach Barca zu wechseln... Ja. Ja, doch. Ist ja schon aber ich sag mal, wenn du echt... Ja, wenn du jetzt sagst, bei Bayern oder bei Dortmund oder so spielst, du hast so gesehen jedes Jahr eine, die Chance eigentlich 100% auf Champions League. Und ja, warum dann soll man dann den Verein wechseln? Und du hast dann auch nur eigentlich die Chance zu gewinnen. Wenn der Lewandowski wechseln will, verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Wo, also wenn wo er jetzt vielleicht 2 Jahre keine Champions League spielen würde, dann würde ich das verstehen, wenn sie ein bisschen abkacken sind. Aber jetzt, die spielt in den nächsten 5 Jahren, denke ich mal, werden sie immer Champions League spielen. Von daher, ich verstehe einfach nicht, warum er wechseln will. Tut mir leid. Ist ja auch nicht so, dass der sagt, er auch nur auf der Bank sitzt ja. Oder so. Der spielt ja auch eigentlich immer. Weil gibt's ja keinen anderen Stürmer in Dortmund. Außer jetzt sag ich mal Reus, aber der spielt ja bei Dortmund nicht als Stürmer. Und der Schieber ist, würde ich mich auch auf die Bank setzen lassen, weil ich der Schieber war. Macht er denn? Ja, natürlich stark, aber. Finde ich rein. Vielleicht doch. Mann, oh. Also, zum Beispiel der Schieber, wäre ich der Schieber, würde ich mich auch. Ja, aber der hätte auf die Bank setzen lassen. Ja, würde ich machen. Also eine so Kohle. Selten spielt er, sag ich mal, jetzt auch nicht. Ab und zu Champions League Startelf, DFB-Pokal, ab und zu in die Liga früh eingewechselt, auf 2 Spitzen und so. Ja, den hat er gut abgefangen, den Ball. Außer du kriegst echt, sag ich mal, ein Angebot ja. Von einer guten Mannschaft, die du auch nochmal gut mitspielst. Ja, dann aber schon. Ja. Vor allem, wenn man jetzt auch noch hört, der Lewandowski will wechseln. Obwohl, der soll ja eh den Dzeko schon mal Anflug sein, ne? Und Falcao. Wollen wir auch haben. Ah, Falcao in Deutschland, Bayern ist ja auch dran. Ich denke, der wird, denke ich mal, auf jeden Fall wechseln. Wechseln wird auf jeden Fall. Wäre gut, wenn er nach Deutschland wechselt. Vielleicht. Weil Falcao ist ein Top-Stürmer. Ja, das ist aber total kacke, wenn Dortmund den hat. Das ist ja noch schwieriger für Bayern. Oh, dann wäre das ausgeglichen. Ne? Mit Dortmund hat er jetzt. Bayern hat da jetzt schon gar keine Chance mehr fast. Ja, ey, ja. Nicht so spielen, immer so schön hinten rum. Ja, der ja, Dortmund lacht die aus. Dortmund stärker, jedenfalls. Wobei, ich weiß noch nicht, wie Bayern erster sein können. Ey, das ja, Spiel gegen Stuttgart. Vielleicht haben die da, was heißt, keinen Bock drauf, aber vielleicht ist das für die souverän. Wenn sie, sag ich mal, Champions League spielen, spielen sie ja immer anders, weil sie wissen, da müssen sie wirklich alles geben. Ja, aber ist ja so ein Derby trotzdem gewesen. Ja, ja okay, aber irgendwie, weiß nicht. Zum Beispiel, würden sie jetzt kann auch Mittwoch Champions League spielen, die würden da anders spielen. Ja, auf jeden Fall so, aber trotzdem. Wo ich glaube, dass du gegen... Das finde ich, das mag ich mich an Bayern nicht so. Das, ja, ist ein scheiß Spiel, gehen wir nicht, ja. Da machen wir zwar nix. Auch ein bisschen. Und Dortmund da, ja, kommen wir auch nicht jetzt weg, sag ich mal, spielen noch ganz gut. Polizei, da musst du, ich glaube, wenn du da so... Ey, sag ja, du musst ja jetzt nicht, sag ich mal, so 100% nee, geben, so. Aber wenigstens mal ab und zu mal kurz schnelle Züge, aber die spielen ja 90 Minuten nach hinten. Ja, normalerweise hatte Stuttgart auch nie verloren, weil da waren 2 Tore, die lächerlich waren. Der zweite ging ja noch. So, halt passiert ja mal öfters. Aber das erste, was hat der Abwehrspieler denn da bitte ja, gemacht? Ich auch nicht. Hat er nicht geguckt, wo der hinpasst, oder was? Warte kurz. Ich musste eben kurz cutten und ich wechseln brauche ich nicht. Cutten habe ich total vergessen. Das ist der Konter. Ledesma. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Und, aber er kann den Ball nicht. Wenn zum Beispiel jetzt 1-1 wäre, dürfen wir unentschieden spielen, sonst nicht. Ja. Er könnte passen. Und weiter heißt es aufgepasst. Genau. Genau, Schiri. Heini, gut, können wir mal schön auswechseln. Da tritt er aber auf Diakite. Ich glaube, Diakite hat mal in Freiburg gespielt. Aber das glaube ich nicht mehr. Diakompère. Fix steht aus, ey. Ich bin jetzt ausgewechselt. Hier, der Lorente ist nach links gegangen. Nach Hause. Und, der. Auch einer von Bundesliga.
Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist vielleicht schon die letzte Chance. Ja, Freistoß. Ich freue mich aber schon wieder auf WM war. Auf WM? Nächstes Jahr. Ja. Wir wissen das. Die Mauer versucht den Winkel. Ja, Dortmund, Deutschland auch eine schöne Mannschaft. Also. Oh. Aber. Ja, können wir nochmal nächstes Mal drüber reden. Über Deutschland und die WM. Das dann. Na ja, nix. Wobei ich vom Löw mir nicht so viel erwarten werde. Sauber geklärt. Also, ich glaube nicht, dass sie da mitspielen werden. Jetzt können sie ihren Konter starten. Ja, jetzt haben wir. Sprechen wir in der nächsten Folge. Na, da haben wir. Ich habe auch gut genutzt, die Minute. Ja, keine Lust abzupfeifen? Wie viel Nachspielzeit denn? Da reden wir auch in den nächsten Dings drüber. Außer es kommt noch eine Veränderung, aber. Da haben wir auch schon, ein Thema. Ja, 1-0, das hat Lazio echt verloren. Aber ich glaube, so wird das auch rausgehen. Tipp war, ich sag 0-2. Ich sag 1-2. Ich will also zwar sagen 2-0, aber also 0-2, aber. Ich sag auf jeden Fall, Juve kommt noch 100% weiter. Ja, sag ich auch. Ja. 20.45 Uhr sage ich nochmal heute Abend, 20.45 Uhr, weiß nicht, ob das Video schon vorher rauskommen wird, wenn nicht, auf jeden Fall 20.45 Uhr am Dienstag, dem 29. Januar. Und ja, morgen kommt auf jeden Fall, wann wird denn kommen? Morgen Abend kommt auf jeden Fall, keine Ahnung, sag mal... 19 Uhr. Ja, wollte ich auch sagen. 19 Uhr, Real Madrid gegen Barcelona, auch Pokal, Copa del Rey, Hin- und Rückspiel werden wir auch machen. In Real, das erste Mal. Hinspiel ist in Real, ja, auf jeden Fall. Also, das in Real, ich Barca. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Abend und bis morgen. Ciao.